gerade 20 Uhr morgens bei mir. Bin gerade so am Wachwerden. Und ich wollte mal kurz ein Video darüber machen, wie ich endlich angefangen habe, die Dinger hier zu benutzen. Diese Vibram Five Finger Zehenschuhe. Da wo jeder einzelne Zeh seine eigene Tasche hat. Sein eigenes kleines Abteil. Obwohl hier mein kleiner Zeh, der ist so klein und kümmerlich, der bräuchte eigentlich gar nicht seine eigene Tasche, weil der kommt eh kaum rein. Die anderen Zehen sitzen aber ganz gut so von der Passform. Es kann sein, dass der eine Nummer zu groß ist. Na jedenfalls, warum ich die jetzt erst nach Jahren anfange zu benutzen, ich hatte, als ich schon so ein bisschen im Training drin war, hatte ich die ein paar Mal benutzt. Und irgendwie, ich habe davon sehr leicht Muskelkater bekommen, auch wenn ich irgendwie vorsichtig angefangen habe, die zu benutzen und mich reinzusteigern. Es ging dann irgendwie immer ziemlich schnell, bis mir dann eine Woche oder so die Beine wehgetan haben, richtig lange. Und jetzt ist es so ein bisschen anders. Ich laufe eh jeden Tag. Ich laufe eh viel auf Zehenspitzen und ich habe sowieso jeden Tag Muskelkater und ich dehne mich sowieso die ganze Zeit. Deswegen, was ich jetzt angefangen habe zu machen, weil ich eh gerade so ein bisschen im Sprinttraining drin bin, ich gehe 15 Minuten raus. Davon mache ich so, weiß nicht, 7 Minuten, laufe ich so zwei kleine Runden um den Block, um warm zu werden und dann sprinte ich nur. Und mir ist aufgefallen, das sprintet sich sehr angenehm auf den Dingern. Das sprintet sich angenehmer als auf meinen regulären Schuhen. Na, vielleicht sollte ich es mal wieder machen, um wieder den Vergleich zu haben. Aber es kommt mir sehr angenehm vor. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe eine gute Bodenhaftung. Ich habe das Gefühl, ich rutsche nicht weg. Ich habe das Gefühl, ich kann ganz präzise so meinen Schritt treffen, wo ich ihn hinsetzen will, sodass ich nicht irgendwie nach links und rechts mein Gleichgewicht irgendwie verliere oder so. Fühlt sich ganz angenehm an. Ich fühle mich hier wie so ein Langstreckenafrikaner, der so sein ganzes Leben lang gelaufen ist. So fühlt sich das an, wenn ich so riesige Schritte plötzlich mache, die ich noch nie im Leben gemacht habe. Also fühlt sich ganz koordiniert, ganz professionell an, was ich mit diesen Dingern mache. Fühlt sich cool an. Das Einzige, was irgendwie so ein bisschen seltsam war für mich, weil ich da ja ohne Socken drin bin. Ich habe sonst immer ziemlich dicke Socken an, die beim Sport und beim Skaten, dass die immer alles dämpfen. Und jetzt habe ich keine an. Und jetzt merke ich, wenn ich nur so ein paar Schritte sprinte, dann werden meine Zehen sofort ganz warm. Also ich merke richtig, wie sich die Bewegungsenergie durch die Reibung von jedem Schritt sofort in Wärme verwandelt. Und der vordere Teil von meinem Fuß wird dann ganz warm in den Dingern. Ich finde die auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ich hatte seinerzeit viel dafür bezahlt, irgendwie so um die 100 Euro oder so. Aber ich bin froh, dass ich die habe. Die sind ganz cool und die werden auch noch eine Weile halten. Dann werde ich mal gucken, ob ich mir vielleicht sowas Ähnliches in einer Nummer kleiner hole oder ob ich gucke, ob es mittlerweile noch krassere Sachen gibt. Find's ja schon mal lustig, die Form. Wenn ich jetzt hier mal es ist nicht richtig ein Schuh, es ist eigentlich nur so ein dünner Stoff. Wenn ich den mal zur Seite drücke, dann hat der richtig die Form von so einem Fuß. Vielleicht ein bisschen zu groß. Jedenfalls, ich finde es lustig, diese Dinger zu benutzen und ich freue mich da weiter, mein Sprinttraining jetzt in den Dingern zu machen. Sprinten macht sehr viel Spaß. Ich habe das Gefühl, das ist sehr gesund. Ich habe das Gefühl, jeden Tag so ein bisschen sprinten, vielleicht schaffe ich das. Naja, will sagen, wenn ich einkaufen gehe oder so, wenn ich irgendwo bin, ich laufe einfach gerne mal zwischendurch. Nehme mir irgendwie eine Minute, mache mal einen kurzen Jog, weiß ich nicht, 10 Meter oder so. Ich versuche das so in meinen Tag einzubauen. Und vielleicht kriege ich es auch mit Sprinten hin. Vielleicht kriege ich das irgendwie mal hin, zum Supermarkt zu sprinten. Ich bin heute, bevor ich schlafen gegangen bin, um 7 Uhr morgens bin ich einkaufen gegangen. Und so um 6:30 Uhr, wenn ich rausgehe, das ist voll eklig. Die Sonne ist schon komplett aufgegangen. Es fühlt sich ganz, ganz seltsam an. Es fühlt sich so an, als wäre es hellichter Tag, als wäre es Mittag, aber es ist erst 6:30 Uhr oder so. Bisschen ungewohnt. Na, ist ja auch egal. Ich bin mal gespannt, wie hier dieses Video wird, was ich jetzt hier in 480p 60 aufnehme. Meine Kamera hatte ich gedacht, wäre irgendwie kaputt gegangen. Als ich dieses letzte Mal eingestöpselt hatte, hatte die so einen Rotstich und dann habe ich ganz viel dran rumexperimentiert. Unter anderem habe ich jetzt die Auflösung auf 720p 60 gestellt und mein OBS rechnet es jetzt runter auf 480, weil meine Webcam grundsätzlich immer viel weniger Qualität einfängt, als eine Auflösung überhaupt beherbergen könnte. Also wenn ich hier ein 1080p Video aufnehme, dann kann ich das auch in 720p machen, das ist dieselbe Qualität.
Jedenfalls mal gespannt, wie das ist. Ich finde es ganz lustig, wenn die Videos eine geringere Auflösung haben, aber dafür eine höhere Bildwiederholungsrate. Wobei das auch nicht wirklich flüssig aussieht, was ich hier mache. Vielleicht liegt es an irgendwelchen anderen Einstellungen, die ich noch nicht verstanden habe. Jedenfalls, das war mein kurzer Zwischenstand zu diesen kleinen 5-10 Schuhen.